Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lohmtro-Video. Wir sind gerade in Cuxhaven im Urlaub und hier in unserer Retro-Butze, wie ihr seht. Alles ein wenig nostalgisch, ja. Heute möchte ich gerne ein weiteres Basic-Video veröffentlichen und zwar What's in my bag? Jeder, der analog fotografiert, kennt das Problem, was nehme ich mit auf Reisen? Und da möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich dabei habe. Habe ich hier meinen Rucksack von Amazon, der sich mittlerweile echt richtig bewährt hat, weil er einfach unglaublich flexibel einsetzbar ist. Und zwar ist der Rucksack in drei Teile eingeteilt. Hier oben ist ein Fach, in der Mitte ist ein Fach und ganz hinten ist nochmal ein Fach. Fangen wir hier oben an. Wenn wir das Ganze aufmachen, sehen wir ein geordnetes Chaos. Hier seht ihr zum Beispiel so eine Pappdingen. Das kennt ihr aus meinem Video, als ich an der Zeche Zollern war. Da habe ich dann einfach nachträglich Fotos eingeblendet fürs Video. Sowas habe ich immer dabei zum Rumspielen für zwischendurch. Dann seht ihr Farbfolien, weil ich hier vorhabe, noch etwas mit Farbfolien anzufangen. Das ist hier mein ganzer Block, wo die ganzen Farben drin sind. Da kann ich mir aussuchen, welche Farbe ich nutzen möchte. Und dann schneide ich die zu und klebe die vor die Linse. Jo, habe ich auch in meinem Rucksack. Ja, dann seht ihr hier noch Kodak-Filme, diverse Ladegeräte fürs MacBook und für mein E-Book-Reader. Das war der obere Teil. Jetzt kommt aber der richtig spannende Teil. Das ist der in der Mitte. Das wäre einmal das. Und zwar finde ich an diesem Rucksack total genial. Ihr seht hier die einzelnen Fächer, die ihr hier habt. Und die könnt ihr völlig variabel einsetzen. All das, was ihr hier seht, ist völlig flexibel einsetzbar. Heißt, alle Fächer, die ihr hier seht, habe ich mir selber so bestückt, wie sie jetzt sind. Wenn ich gar keine Fächer haben möchte, dann nehme ich sie einfach raus. Sie sind einfach mit Klettverschluss versehen. Ihr habt hier so Grenzdinger drin. Die sehen so aus. Und damit macht ihr eure eigenen Fächer. Und dadurch hat man eine Flexibilität, die man auf seine gesamten Sachen wie Kameras, Filme und so weiter anpassen kann. Hat sich bewährt, muss ich einfach sagen, ist toll. So, was haben wir dabei? Diverse Ladegeräte. Ein Ladegerät für meine Canon-Kamera. Ein Ladegerät für die Kamera, mit der ich gerade filme, die Legria. Dann seht ihr ganz viele Filme, weil ich hier in Cuxhaven bin und mir schon ein paar Sachen vorgenommen habe, die ich umsetzen möchte. Unter anderem, ihr seht die ganzen bunten Sachen hier. Das sind diese Revolux-Sachen. Ich möchte gerne hier damit anfangen, die ersten Revolux-Filme vorzustellen. Und deswegen habe ich einfach mal alle, die ich besitze, eingepackt. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen, da kommt noch was von euch. Was habe ich noch dabei? Ich habe eine kleine Kamera, zu der ich auch später noch komme. Das wäre hier eine kleine Action-Sampler-Kamera. Dann ist hier meine LCA, ganz wichtig, die ist eigentlich immer dabei. Dazu habe ich dann noch den Blitz, den bunten. Den kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus meinen anderen Videos. Dann sehen wir hier, dann habe ich mit dabei immer natürlich Akkus. Klar, für jede Kamera habe ich noch immer einen Zusatzakku. Auch da werde ich mir wahrscheinlich noch mal mehr anschaffen müssen in Zukunft. Hier haben wir meine andere Canon digitale Kamera. Die nutze ich dann immer, wenn ich keinen Weitwinkel haben möchte oder wenn ich eine zweite Kameraeinstellung brauche, dann kommt die eigentlich mittlerweile immer zum Einsatz. Und wenn ich digital fotografiere, dann nutze ich die natürlich auch noch. Ja. So, die habe ich hier im Extrafach. Normalerweise ist die Kamera, die ihr jetzt, mit der ich jetzt gerade filme, die ist normalerweise auch noch mit hier drin. Die käme hier rein. Hier habe ich eine Olympus-Kamera dran. Ihr zählt die Kameras mit, ne? Das wäre die XA2, die ich ja immer total gerne nutze. Die ist hier einmal mit Blitz zusammengeschraubt. Den nutze ich eigentlich sehr selten. Aber ich habe da Gott sei Dank noch so eine Tasche für. Und dann habe ich alles ganz gut aufgehoben, ohne dass es Kratzer gibt. So, das
Gamier. Dann habe ich meine, klar, Lasadina, die muss auch immer dabei sein. Die wiegt vor allem nichts, das ist sehr, sehr schön. Da ist auch gerade momentan gar kein Film drin. Die soll auch noch zum Einsatz kommen. Und zu guter Letzt, was meine Kameras angeht, habe ich die EOS 3000N dabei, in der im Moment ein Elite-Chrom-Film drin ist. Und ja, wenn das Wetter gleich besser wird, dann geht's damit los und sie kommt zum Einsatz. Ja, was habe ich noch? Filme, ganz viele Filme und mein Lieblingsschätzchen an Spielereien ist das hier. Das ist die Timelapse-Maschine oder Timelapse-Uhr. Die sieht so aus. Ist eine kleine Eieruhr, die man aufziehen kann und dann kommt die auf ein Stativ. Die Kamera wird hier oben drauf geschraubt und dann dreht die sich automatisch. Und damit haben wir schwenkbare Timelapse, die ihr vielleicht schon in meinem Chrom Elite Film von der Zeche Zollern gesehen habt. Da kamen sie zum Einsatz. Ich habe, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Kameras dabei, die man sieht. Dann käme die noch, 7 Kameras und mein iPhone. Ich glaube, ich habe genug Kameras dabei. Das dritte Fach wäre hier. Und da ist sogar momentan mein MacBook drin. Und trotz des ganzen Inhalts, der Rucksack trägt sich gut. Er schmerzt nicht. Man hat hier hinten wunderbar noch so Polster, damit der Rücken nicht wehtut. Es ist wirklich, ich bin sonst immer mit dem Jack Wolfskin Rucksack losgezogen. Damit hat mir regelmäßig der Rücken weh und hiermit geht's eigentlich. An der Seite kommt normalerweise noch mein Gorillapod rein. Da steht gerade die Kamera drauf. Und das Schöne ist, ich habe hier an der Seite noch ein kleineres Fach. Da passt genau von der Maße die Legria Kamera rein, sodass ich sie seitlich, ohne den Rucksack abzunehmen, seitlich einfach hier raus oder reinpacken kann. Das war mein kleines What's in my bag Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe in der Vergangenheit mal einen kleinen Text geschrieben über meine Erfahrungen mit dem Sicherheitspersonal am Flughafen und habe da mal so ein paar Tipps zusammengefasst, weil da habe ich schon etliche Sachen mit meinen analogen Sachen erlebt und die habe ich zusammengefasst. Die verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung und mache mal so eine kleine Infokarte fertig, die erscheint jetzt gleich da oben. Und wenn ihr Lust habt und gerade selber dabei seid, in den Urlaub zu fahren, dann guckt doch da auf jeden Fall mal rein. Ansonsten teilt mir eure Erfahrungen mit dem Sicherheitscheck unten in die Kommentare. Schreibt mir mal rein, was ihr für einen Rucksack benutzt, wie viele Kameras, ihr habt gesehen, wie viele Kameras ich in einem Rucksack habe und das sind schon wenige mittlerweile. Aber ich brauche halt auch so viele, wenn ich diese Videos mache. Ne? Und also ich habe eine Ausrede. Wenn ihr wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Teilt dieses Video und alle anderen Videos von mir auf euren sozialen Plattformen. Ich sage danke für die Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Solltet ihr auf Reisen sein. Gute Reise. Bis dahin, ich bin raus. Tschüss.